Was ist das für ein Geräusch? Da wird ein Holzkreuz zusammengenagelt, damit das hier mal endlich ein Passionsspiel wird. Ein Kreuz für wen? Für die deutschen Ingenieure. Immer dabei, nie verantwortlich. Denn sie wussten nicht, was sie taten. Deshalb nehmen sie keine Schuld auf sich. Deshalb muss das Kreuz wer anders tragen. Wussten Sie übrigens, wie viele deutsche Ingenieure Gottlieb, Gottlob, Gottfried oder Gotthilf heißen? Gott liebt einmal, Gottlob Baurecht, Paul Gottlieb Nibkow, Heinrich Gottfried Gerber, Gotthilf Hagen, Gottlob Honold, Gotthilf Keibel, Gottlob Sorge und Ingenieure, dass ein Fortschritt uns geschieht. Darum singen ihren Chören dieses Lob und Liebeslied. Der Ingenieur von gestern machte aus Naturgesetzen Lebensqualität. Unzählige Erfindungen haben unser Leben bequemer gemacht. Heute suchen wir nach Lösungen für die Probleme der Zukunft. Der Ingenieur von morgen muss die Welt retten. Werde Weltretter. Ein Kino-Werbespot fürs Ingenieursstudium. Gott liebt Heirat, Gottlob Baukrecht, Karl von Linden, Heinrich Lanz und Karl Sachs.